Jo Leute, was geht? Was machen wir heute? Wie ihr hier schon seht, bin ich gerade am internationalen Flughafen von Los Santos. Denn ich will eigentlich mir ein Flugzeug klauen, aber irgendwie spawnt hier keins. Was relativ schade ist. Ich denke jetzt hier sind kleine private oder diese ganz kleinen Flugzeuge, wo ich gerade vorbeigefahren bin. Aber nein, ich will mir den riesigen Jet holen. AKA Boeing 747. Also, wenn ihr wissen wollt, wie das geht, ihr müsst einfach hier paar Mal am Flugzeug umherfahren, aber immer auf dieser Bahn hier bleiben. Also immer, wenn ihr hier reinfahrt oder halt einfach von hier irgendwie kommt, hier ist die kleine Privatjet-Landebahn, dann hier ist die Stadtbahn und das hier, also immer von hier aus, ab hier spawnen Flugzeuge und gehen dann immer genau auf diese Bahn hier, da wo ich gerade bin, wo ich hier gerade langfahre. Das neben ist die Startbahn und das hier ist die Landebahn. Und da müsst ihr halt einfach immer drauf bleiben. So. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn so ein großes Flugzeug mal kommt. Also, mir ist das jetzt echt irgendwie so dumm geworden, Digga. Hier ist. Ich habe jetzt gerade really irgendwie. Also jetzt in Real-Life-Zeit, ne? Ich hab hier 15 Minuten gerade gewartet, Digga. Dass hier mal so ein scheiß Flugzeug landet, Bruder. Und gerade ist es keins gelandet, Digga. Ach komm, ja, der Typ will stressen, ne, komm. Michael, der wird dich richten. Also, ich würde sagen, wir fliegen ab hier los, dann so, von Ozean hier so, halt dann wieder über die Karte und dann landen wir so in der Art Militärbasis. Boah, Digga, ich mach Druck durch mit dem Teil, Alter. Mit einem Radio. Geil, ich hab in dem kleinen Flugzeug ein Radio. Boah, wie geil. Kann ich ein bisschen Mucke hören? Jo. Also, das finde ich auch voll gut gemacht. Also, du kannst das Ding hier auch in der Ego-Perspektive fliegen. Hier mit dem Steuerknüppel, mit dem. Okay, das Radio ist doch irgendwie ein bisschen. Also du hast hier wirklich auch Instrumente so, ne, wie du halt gerade fliegst, so, ne, das Radar hier auch. Das ist zwar jetzt, wenn ich auf dem Boden bin, sieht man das zwar nicht, Digga, aber ich gebe jetzt Gas, Airspeed geht hoch. Das ist so krass. Also, willkommen, liebe Fluggäste, obwohl hier gar keiner drin sitzt, zum heutigen Flug von PSV Airlines von Moisty Meyer nach Dusty Depot. Das ist ja jetzt nicht wahr, oder? Egal, ich hasse doch jetzt mit Gmail drin. Aber so vom Ding her ist man in der Ego-Perspektive halt eigentlich voll schnell, ne? Kannst du wieder ein bisschen nach unten gucken? So, und wir werden jetzt abheben, meine Freunde. Alter, irgendwie schnell. Ein bisschen an Höhe gewinnen. Oh, ein bisschen zu viel. Pff,
Guck mal jetzt, guck da mal da unten auf dieses Teil dort, was sich gerade so dreht. Wenn ich so, jetzt mache ich mal eine Rolle. Guck mal, das Teil dreht sich halt einfach voll mit. Das ist so geil gemacht. Weil guck mal, wenn du halt in einem Sturm, ich mach mal kurz hier Mitternacht und Sturm an. Guck mal, du siehst nichts. Also, du weißt nicht, auf welcher Höhe du dich gerade befindest. Okay, guck mal, jetzt ziehe ich gerade nach oben. Also jetzt gewinne ich gerade an Höhe. Ihr seht ja auch. Ach du Scheiße, das war ein Blitz. Jetzt gewinne ich gerade an Höhe. Auch die hier Fluggeschwindigkeit, wenn ich jetzt vom Gas runtergehe, wird immer weniger. Aber was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich gemacht? Ich weiß, ich habe sie ausgeschaltet. Das finde ich manchmal sehr cool gemacht. Auch mit der Flughöhe und so. Jetzt ziehe ich mal nach oben. Jetzt guck mal auf dieses alte Ding, oder? Was neben der Dings ist, wo ich hochgehe. Da dreht sich der Zeiger direkt mit. Das heißt hier, dass ich an Flughöhe gerade bin. Wenn ich jetzt nach unten gehe, zieht sich das Ding wieder nach unten. Also in die entgegengesetzte Richtung. Problem ist halt, der Sturm hier wackelt halt ziemlich. Ich würde mal wieder machen. Ich bin über den Wolken. Das ist natürlich perfekt. Da kommt ein Flugzeug genau gegen mich. Mein Gott, geil. Moin, Digga. Ey, das war auch von Herder, gell? Ich frag mich halt immer, ob es diese Flugzeugnamen eigentlich auch in Lila gibt. Also das war gerade ein Flugzeug, was ich auch vorher geflogen wäre, sondern es für 7 halt. Guck, jetzt gehe ich mal von oben. Jetzt wird man ja erstmal doch viel höher. Weil ich halt viel mehr bin, weil die Turbine auch da ein bisschen überlastet werden. Ich würde sagen, noch eine kurze Militärbasis zwischen. Also in GTA Online ist das halt nice, dass man halt einfach mit seinen Freunden, wenn du eine volle Lobby hast, kannst du halt mit dem Teil so voll geile Trips machen eigentlich so. So halt, ne? Jetzt seht ihr auch da, wo das so grün blinkt, dieses Gear Up, jetzt fahre ich die Reifen aus, steht Gear Down. Das ist so geil gemacht, ne? Klingel dann. Warum zieht das Ding gerade so nach oben? Ja, also jetzt sind wir kurz dazwischen gelandet. Und ich sag, wollen wir jetzt mal der ganzen Zug mal hinter. Denk mal, als Pilot verdienst du halt auch übelst viel, ne? Jetzt bin ich ungefähr. Ich bin auf jeden Fall schon mal 1 Kilometer in der Luft. Ja, ungefähr. Ich bin auf jeden Fall schon mal 1 Kilometer in der Luft und irgendwas noch mit 200 Meter so. Ihr müsst euch merken, der kleine Zeiger steht immer für. Also, ich bin jetzt kein Flugzeugexperte, aber ich glaube, mit meinem Wissen her könnte ich sogar so ein Flugzeug fliegen. Okay, nein. Aber vom Ding her ist eigentlich Flugzeugfliegen ganz easy. Also, wenn man mal so nachdenkt. Und jetzt überrascht euch nämlich was. Ihr habt morgens. Und macht jetzt mal Nebel an.
Ihr seht nichts. Ihr seht rein gar nichts. Oder? Mitternacht. Ihr seht nichts. Ihr seht gar nichts. Ich würde sagen, wir lassen mal Mitternacht drin und machen mal Weihnachten an. Weil Weihnachten sieht übelst geil aus. Das sieht man zwar nichts, aber ist egal. Na komm, wir kommen mal schon mal Regen rein. Okay, dort irgendwo ist das International. Aber Abendrot sieht auch geil aus. Aber Mitternacht sieht er halt irgendwie von der Belichtung her am besten aus. Wir sagen jetzt, ab dieser Höhe hier könnten wir schon mal auf entspannt die Reifen ausfahren. Okay, jetzt habe ich das Flugzeug ausgemacht. Perfekt. Ja, wenn ich halt zu wenig Dings habe, geht halt irgendwie automatisch das Flugzeug aus. Das macht so viel Sinn. Das gleite ich halt nur noch. Ich würde sagen, wir gehen mal gar nicht so drauf. Vor allem, ich sag's noch, machen wir die ganz leichte Landung. Hat super geklappt. Das hat jetzt gebracht. Komm, das dort auch noch. So. Wieder Adios, Ernst, mein Kind. Tschüss. Ja, egal. Leute, dann erstmal ciao, ciao. Ja. Dann Leute, erstmal ciao, ciao. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Like plus